Herzlich willkommen zur Stillen Nacht und Heiligen Nacht am 24.12. hier aus der reformierten Stadtkirche. Der Gottesdienst für die Mitternachtsmette. Gott gibt von sich aus uns ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Nur von Butter und Honig ernährt er sich, bis er alt genug ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Mit diesen prophetischen Worten aus dem Buch des Jesaja heiße ich Sie herzlich willkommen. Pfarrer Harald Kluge aus der reformierten Stadtkirche in Wien. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen des Vaters und seines Sohnes, Jesus Christus, und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Butter und Honig wird er essen, bis er zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, heißt es hier. Und Butter und Honig sind auch, zumindest bei Ayurveda, heilige Lebensmittel. Man sollte sie nur nicht gemischt essen. Gott wohnt und Gott lebt und Gott wirkt unter uns. Das ist die Geschichte von Weihnachten. Und es ist nach dem Trubel vielleicht einer Weihnachtsvorzeit und des heiligen Abends ganz wohltuend, einmal wieder zu sich zurückzukehren, bei Kerzenschimmer und Musik nochmal zur Besinnung zu kommen und die frohe Botschaft von der Geburt Jesu zu hören. In dieser Nacht möchte ich Sie einladen, mit uns gemeinsam hier in der reformierten Stadtkirche, ja, dieses Staunen und dieses große Geschenk, sich daran zu erinnern und gemeinsam auch zu beten. Du, Herr ewiger Gott, die Nacht ist eben nicht nur die Zeitspanne zwischen Abend und Morgen. Die Nacht ist für uns auch ein Abbild all unserer Dunkelheiten und Nöte. Aber du hast deinen Frieden inmitten der Nacht, mitten in die Runde der Hirten hinein und auch für Maria und Josef verkündet. In der Nacht unserer eigenen Not rufst du uns auch zu: Fürchte dich nicht, denn dir ist heute der Heiland geboren. Frieden auf Erden den Menschen und ein Wohlgefallen. Gott, wir bitten dich, dringe auch in unsere Nacht ein. Lass deine frohe Botschaft als Licht im Dunkel unseres Inneren erklingen und lass die Freude an dir in uns Raum greifen. Gott, wir bitten dich, lass es in uns Weihnachten werden. Mach es heller und strahlender, leuchtender und hoffnungsfroher. Gelassener lass uns werden. Schenk uns einen freundlichen Blick. Dann wollen wir den gerne weitergeben, allen, die ihn brauchen können, als ein Geschenk zur rechten Zeit. Amen. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Gott wurde Mensch. Und nach Matthäus wurde Jesus Christus so geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an die Gebote Gottes hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen, und so überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Und noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du, Josef, Jesus nennen, was so viel heißt wie der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, heißt es da, und den wird man Immanuel nennen, was so viel bedeutet wie Gott ist mit uns. Als Josef aus seinem Traum aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und er heiratete Maria und schlief nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes, heißt es. Und Josef gab seinem Sohn den Namen Jesus. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, lächeln wir doch nicht. Lächeln wir nicht über die alten Moralvorstellungen. Heute wäre das vielleicht kein so großes Problem, meinen Sie? Maria? Als schwangere Jugendliche? Ja, sie hätte es auch heute schwer. Sie wird wohl so um die 15 Jahre gewesen sein. Da galt man als junge Frau.
Und ihr Mann, der Josef, den stellen wir uns mal nur ein bisschen älter vor. 17 oder 19 Jahre wird Josef vielleicht gewesen sein. Und was hat ein 17- oder 19-Jähriger für einen Traum von einem normalen Leben? Wohl einen anderen Traum als der, der sich hier erfüllen soll. Wer will schon als junger Mensch Vater werden oder auch Mutter? Ist heute so wie damals. Und was werden die Eltern erst sagen? Die Leute, das Dorf, die Sippe, schwanger, noch bevor man verheiratet war, galt damals als verwerflich. Und wie ist das heute? Aber Josef denkt sich, dann werfe ich Maria lieber raus aus meinem Haus oder ich gehe fort oder ich mache einfach die Augen zu und denke mir, es war eh nichts. Eigentlich irgendwie schon ein bisschen schlimm, was sich da Josef hier denkt, könnte man meinen. Aber es zeigt sich in der Geschichte, dass Gott die Dinge oft anders sieht als wir. Weil was wir als verwerflich und als unmoralisch empfinden, das muss es lange noch nicht sein. Nein, Maria wird eben keine alleinerziehende Mutter. Sie wird sich nicht wieder bei ihren Eltern einfinden müssen und darauf hoffen müssen, dass sie ihre Tochter wieder bei sich aufnehmen, mit einem Kind, aber ohne Mann. Ja, ich frage mich jedes Jahr aufs Neue, warum muss diese Geschichte zur Geburt von Jesus so vertrackt sein, so verhakt? Nur damit es auf die prophetischen Voraussagen passt, das ist mir zu einfach erklärt. Eine junge Frau soll es sein, haben die Propheten gesagt. Sie wird die Mutter des Messias, des Erlösers, des Retters der Welt werden. Das war die Erwartung. Und davon haben die alten Schriften erzählt. Und die Männer ja im Tempel auch erzählt und gesprochen. Und diese Erzählung des kommenden Retters ist stark. Sie war stark und sie ist es noch heute, diese Erzählung. Denn da kommt nicht irgendeiner, sondern es kommt einer, der wirklich Frieden stiftet. Ein Friedefürst, der Erfolg hat. Heute würden wir sagen, der in Syrien oder der Ostukraine so in den Kriegsherden dieser Zeit all dem Morden ein Ende machen kann. Da wird einer kommen, der Menschen aus aller Not befreit. Wie großartig ist das denn? Und der darauf schaut, dass Kinder nicht Opfer von Seuchen oder von Ratten oder von schmutzigem Wasser werden. Der darauf schaut, dass Armut und Hunger nicht weiterhin die Menschen tötet. Die größte Not und die größte Angst hat Jesus überwunden. Die Angst, die wir alle Menschen haben, nämlich die Angst vor Schmerzen, vor dem eigenen Ende, vor dem Tod, vor dem Verlöschen, ja, und vor einem sinnlosen Dasein, das dann ein sinnloses Ende nimmt. Die große Angst davor, vor dem Nichts. Dieser Sohn Gottes, Jesus Christus, besiegt all das und auch den Tod. Auch ihn überwindet er. Er steht wieder auf, als ihn die Welt besiegt und tot geglaubt hat. Aber man kann Gott nicht tot glauben. Hier und da müssen wir vielleicht die gefälschten Vorstellungen von Gott begraben. Gott als ein Rächer, der mordet und metzelt, der Menschen auffordert zu morden und zu metzeln, ja, dieses Gottesbild möchte ich gern begraben. Oder ein Gott, der gute, erfolgreiche, gewiefte und gewitzte und gewissenlose Karrieristen Boni austeilt und dem es egal ist, wie viel Leichen jemand im Keller hat, wenn man nur das Ziel erreicht hat, ich glaube, auch dieses Gottesbild möchten wir alle begraben. Gott als jemand, der die Braven belohnt und die Widerspenstigen abstraft, auch dieses Bild hinkt, so wie der Nikolaus im Krampus. Aber Gott als jemand, der die Ärmsten, der die Schwächsten, der die Gedemütigten und Beleidigten, der die Hungernden und Frierenden, die Durstigen, die Kranken, die Überarbeiteten, die Verzweifelten und auch die Trauernden, der sie umarmt, liebevoll anblickt, voller Mitgefühl und ihre Anliegen in den Mittelpunkt unseres Interesses stellen will, dieses Gottesbild vermittelt uns sein Sohn Jesus. Ihr habt mir Wasser und Nahrung gegeben, als ich durstig und hungrig gewesen bin. Ihr habt mir was zum Anziehen gegeben, als mich die Kälte aufgefressen und betäubt hat. Ihr habt mich aufgenommen, als ich heimatlos und schutzlos gewesen bin. So machen wir es im Sinne Gottes richtig. Aber zurück zur Geschichte, zur Heilsgeschichte Gottes, die stand damals schwer auf der Kippe.
Josef war noch nicht verheiratet mit Maria. Und eigentlich, lesen wir hier, möchte er seine schwangere Verlobte Maria verstoßen. Ja, es sei ja zu ihrem Besten, sagt er. So verteidigt er sich ganz schwach. Und was werden die Leute sagen? Es ist ihm nicht wurscht. Was werden seine Eltern denken? Es ist ihm nicht wurscht. Ja, werden sie vielleicht kein Verständnis für ihn haben? Zögere nicht, Maria zu heiraten. So einfach ist es. Das richtet ihm der Engel von Gott aus. Zögere nicht, Maria zu heiraten, zu ihr zu stehen, zu der Frau, die du geliebt hast und die du hoffentlich noch immer liebst. Manchmal brauche ich selbst auch, und Sie sicherlich auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einen Anstoß, einen Stupser in die richtige Richtung, denn von selbst komme ich oft nicht auf die wirklich guten Ideen, die sich dann auch noch als die richtigen herausstellen. Es braucht seine Zeit, bis sich zeigt, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist, die ich getroffen habe. Egal ob im Privaten, in der Beziehung oder im Beruflichen. Josef hätte sich wohl auch noch einmal überlegt, wenn er gewusst hätte und geahnt hätte, dass er mit seiner jungen Familie, mit seiner Frau und mit dem Neugeborenen nach der Geburt, so kurze Zeit nach der Geburt, für lange Zeit Asyl in Ägypten beantragen muss. Der König Herodes, der damals geherrscht hat, hat eine Gefahr gewittert, heißt es, dass hier ein Konkurrent für seinen Thron heranwachsen soll, und Sterndeuter und Weisen aus dem Osten haben ihn auf diese Spur gebracht und es ihm gutgläubig erzählt. Und er hat sie dann instrumentalisiert und ja, den grausamen Kindermord in Auftrag gegeben. Aber hätte Josef das gewusst, wäre er vielleicht gleich mit Maria fortgezogen, noch bevor das Baby auf die Welt kommt. Das Politische ist wie so oft im Alltagsleben nicht von Belang. Im Alltag, da geht es mir ums Miteinander, da geht es mir um meine Familie, da geht es mir um all das, was uns bedroht. Und Josef entscheidet sich dann, bei Maria zu bleiben, eine gute Entscheidung. Und er steht dann auch dazu. Da ist Josef Manns genug und Maria Frau genug, damit sie dann gemeinsam durchstehen, was passiert. Ich stelle mir die beiden, Maria und Josef, unheimlich stark vor. Und kein Wunder, dass sich Gott hier sie ausgewählt hat. Maria, deine Verlobte, sagt der Engel, wird einen Sohn zur Welt bringen und den sollst du Jesus nennen, nicht anders. Er soll Jesus heißen, was so viel heißt wie der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Jesus wird retten und da sieht man, Gott hat einen Traum. Gott hat einen Traum und der nimmt hier neue Gestalt an. Immer wieder in früheren Zeiten, im Alten Testament, findet man diesen Traum immer wieder. Er taucht immer wieder auf. Prophetinnen, Propheten haben es immer wieder hinaus posaunt. Gott hat einen Traum, einen großen Traum für uns und den teilt er mit uns. Und seinen Sohn Jesus schickt er dazu, um uns das mitzuteilen, sich selbst mitzuteilen, damit die Menschen auch glauben, was sie hören, ja, und auch sehen können, so wie damals. Das Lahme lernen, sich fortzubewegen, das Taube lernen zu hören, Stumme lernen, sich auszudrücken, Blinde lernen, sich zurechtzufinden. Da haben wir viel erreicht, aber es ist noch viel zu tun. Und das heißt, traurige Menschen werden getröstet, die Tränen werden ihnen von den Wangen abgewischt, Bedrückte werden entrückt, entlastet und befreit. Mit einem Wort Befreiung, freimachen. Auch von vielleicht überkommenen Moralvorstellungen, von spießigen Regelungen wie, ja, man kann doch nicht bei der Frau bleiben, wenn man nicht verheiratet ist und sie ein Kind bekommt. Nein, doch, geht. Es sind diese Regelungen, die manchmal ein Zusammenleben anscheinend nicht ermöglichen, aber es dann doch tun, wo jede und jeder ein schlechtes Gewissen haben muss, weil man das nicht tut, weil man jenes unterlässt und sein lassen muss. Hier fährt Gott mit seinem Traum hinein. Josef hat einen Traum von spielenden Kindern, von lärmenden Kindern und Maria und Josef werden viele Kinder haben. Gott hat einen Traum, aber auch von uns Erwachsenen, die lernen, diese Welt mit Kinderaugen zu sehen und das ist sein Geschenk an uns, an diesem Abend. Und wie geht man um mit einem Geschenk? Behutsam gehe ich um mit einem Geschenk, zärtlich. Das zerstöre ich nicht mutwillig, das forme ich so, dass möglichst viele andere Menschen und auch die Tiere eine Freude daran haben können.
Und das wird Jesus den Menschen seiner Zeit ausrichten. Und Jesus richtet es uns aus. Er richtet nie die Menschen aus, nein, auch wenn sie es vielleicht verdient haben. Aber das spüren zu können, innerlich zu erleben, dazu braucht es dann dieses gemeinsame Feiern. So wie heute Abend oder wie morgen oder übermorgen. Da nehme ich dann am besten jemanden in den Arm oder ich erinnere mich vielleicht, wie das damals war. Schön. Gott hat einen Traum. Gott hat viele Träume und wir sind die Traummännlein und die Traumfräulein, die er dazu einlädt. Also träumen wir mit ihm. Gemeinsam. Lassen wir diese Träume Gottes für uns und diesen Planeten und die Menschen darauf und die Tiere ein Stück mehr Wirklichkeit werden. Denn diese Nacht ist wie geschaffen, um Träume wahr werden zu lassen. Amen. Gott, du hast uns dein Versprechen gegeben. Über denen, die im Dunkel wohnen, wird es hell. Deshalb beten wir voller Hoffnung zu dir auch an diesem Abend, wie an jedem Abend. Wir beten und denken an alle, in denen deren Leben es dunkel ist. Die vielleicht im Dunkeln wohnen, im Finstern sitzen, für Menschen, die krank sind, für alle, die um einen lieben Menschen trauern, für Menschen, die kaum noch Hoffnung haben in ihrem Leben. Zeige du ihnen und uns allen das Licht der heiligen Nacht. In der Nacht, in der deine Verheißungen wahr werden, und zeige, wie wir ihnen Mitmenschlichkeit und Mitgefühl geben können. Denn damit geht vieles und vieles leichter. Gott, wir beten für alle, die unter zu viel Druck leiden. Gerade in der jetzigen Zeit, für Menschen, die der Belastung im Beruf nicht gewachsen sind, für Menschen, die leiden, weil sie keine Arbeit haben oder die falsche Arbeit tun, für Menschen, die sich selbst zu viel aufladen, wer macht das nicht? Und wir beten für die Schülerinnen und Schüler und die Studenten und Studierenden, die kaum noch den Anforderungen genügen oder genügen wollen, denen es reicht. Gott, nimm die Last von unseren Schultern. Hilf uns, es zu ertragen oder es abzulegen und ein Stück ohne Last weiterzugehen. Gott, wir beten für alle, die unter Krieg und Gewaltherrschaft leiden, für Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden und jetzt vielleicht auf Inseln festsitzen, wo wir auf Urlaub hingefahren sind, wo sie aber niemals Urlaub machen wollten. Gott, wir beten für Menschen, die fliehen müssen, um ihr Leben zu retten, für Menschen, die gefangen gehalten werden, weil sie ihre Meinung gesagt haben. Lass du sie deine Zuwendung spüren und gib uns die Mittel dazu, sie zu befreien. Schenk uns allen die Kraft zur Versöhnung nach jedem Streit und zur Versöhnung mit der Natur. Auf sie sollen wir Acht geben, denn du bist unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Und wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen eine stille Nacht, eine heilige Nacht, eine gute Nacht. Und Gott segne Sie und behüte Sie. Gott lasse sein Licht leuchten über Ihnen und erwärme Sie. Gott gebe Ihnen Licht in Ihre Herzen und in ihre Familien und schenke ihnen Frieden. Denn das ist das größte Geschenk, das wir uns bereiten können. Hoffnung, Glaube und Liebe. Amen.